Ist Gord hier? Ja, er ist im Hause, aber nicht in seinem Zimmer. Was wünschen Sie? Inspektor Reeves. Vielleicht können Sie mir meine Fragen auch beantworten. Ich bin hier nur angestellt und weiß überhaupt nichts über Mr. Gold. Eine verschwiegene Sekretärin ist was wert. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Erst ein paar Wochen. Gefällt Ihnen Ihr Chef? Ausgezeichnet. Viel Arbeit? Ich habe Bleistifte zu spitzen, Maschine zu schreiben, zu telefonieren und bin damit vollauf beschäftigt. Sieh mal einer an. Guten Tag, Reeves. Was haben Sie denn da? Meine Einkommensteuererklärung. Raus mit der Sprache, Reeves. Was wollen Sie? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie in ein neues Büro umgezogen sind? Warum sollte ich? Ich habe ja die Genehmigung von der Behörde. Dann hätten Sie es mir erst recht mitteilen können. Ich möchte wissen, was Sie tun. Warum? Weil ich ein persönliches Interesse an Ihnen habe. Ich habe meinen Freunden in Kalifornien versprochen, auf Sie aufzupassen, damit Sie keine Dummheiten mehr machen. Hören Sie. Ich habe genug Lehrgeld bezahlt. Jetzt will ich mir eine ordentliche Existenz aufbauen, von der ich leben kann. Das passiert mir nicht nochmal. Das Gesetzbuch liegt immer auf dem Schreibtisch. Umso besser. Dann könnte es ja jetzt klappen. Hübsches Büro, hübsche Sekretärin. Hoffentlich halten Sie Wort. Viel Glück. Es ist gleich 6. Kann ich jetzt gehen oder ist noch was zu tun? Allerdings. Was denn? Kommen Sie mit mir essen. Gehört das auch zum Geschäft? Heute Abend ja. So ein junger, begabter Privatdetektiv wie Sie müsste doch eigentlich wissen, wo es Nylons ohne Laufmaschen gibt. Ich werde der Sache mal nachgehen. Wenn Sie das rauskriegen, verzichte ich direkt auf Gehaltszulage. Passen Sie auf, wie die Dame den Ball trifft. Jetzt schlägt sie leider daneben. Oh. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber jetzt, gut so, bravo. Leider, Schluss, meine Dame, es hat nicht sollen sein. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Kommen Sie, meine Herrschaften, wer versucht noch mal sein Glück? Für den Anfang ganz gut. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Wo haben Sie denn das gelernt? Mein Vater war ein wilder Sportsmann. Na, und worin wollen Sie denn jetzt mal verlieren? Was spielen Sie denn besonders gern? Ich kenne ein paar großartige Rummelplätze, direkt bei der 52. Straße. Wohl neben Ihrer Wohnung, wie? Oh, das ist reiner Zufall. Ich bin zwar noch nicht lange bei Ihnen, Mr. Gold, aber falls Sie mir einen unsittlichen Antrag machen wollen, dann warne ich Sie. Ich kann nämlich auch boxen. Kein Gedanke. Ich will nur nach Punkten gewinnen. Bei mir nicht. Ich spiele nicht nach Punkten. Was ich gewinne, das pflege ich zu behalten. Bitte wechseln Sie mal. Wie viel bitte? 10 genügen. Da, das wollen wir uns doch mal ansehen. Schön. Hier. Sind Sie immer so sparsam? Ich werde Sie entlassen und mir eine Sekretärin aus Tahiti holen. Die tauschen Sie wieder um. Das Kostüm ist zu feuergefährlich.
Oh, was wohl ein Film für einen Herrenabend? Hier habe ich einen netten Käfer. Die hat das Wackeln raus. Mr. Gold. Keine Angst, ich engagiere sie nicht. Mr. Gold, da ist jemand, der verfolgt uns. Ja, ich weiß. Der Kerl hat einen weißen Anzug an, ist mittelgroß, trägt dunklen Schlips und Sportschuhe. An der linken Hand hat er einen Ring. Drehen Sie sich jetzt nicht um. Kommen Sie. Ich bin bis jetzt noch nie verfolgt worden. Das ist kein Kompliment für die Herren der Schöpfung. Warum verfolgt er uns? Keine Ahnung, vielleicht Ihrer hübschen Augen wegen. Hm? Hören Sie zu. Hm? Sie nehmen jetzt ein Taxi. Fahren einmal ums Carré und warten gegenüber von unserem Büro. Und Sie? Ich bringe unseren Freund ins Büro und werde mich mit ihm unterhalten. Wenn ich genug weiß, lasse ich ihn laufen. Wenn er rauskommt, folgen Sie ihm und stellen fest, wo er hingeht. Gut, aber haben Sie denn irgendwas verbrochen? Was trauen Sie mir denn zu, Kindchen? Einem Mann wie Ihnen ist alles Mögliche zuzutrauen. Sie sind dickköpfig, impulsiv und halten sich für sehr stark. Aber Sie haben auch Ihre Schwächen. So, zum Beispiel? Ihre Beziehungen zu Frauen zum Beispiel. Sie haben Angst vor der Liebe. Und deshalb verstecken Sie Ihr Herz in einem Tresor. Wollen Sie da nicht mal einbrechen? Ich könnte, wenn ich wollte. Gute Nacht, Mr. Gold. Gute Nacht, Kathleen. Also, bis morgen. Los, abfahren. Halt. Ich habe eine hübsche Kanone unter meinem Hut. Los, vorwärts. Gesicht zur Wand. Füße auseinander. Anlehnen. Taschen ausleeren. Damit sollte ich wohl eins über den Kopf kriegen. Dafür gibt's andere Sachen. Ich trage mein Kleingeld nicht gern lose in der Tasche. Jetzt spielen wir drei Fragen hinter der Tür. Wenn Sie mich beschwindeln, schlage ich Ihnen die Zähne ein. Frage 1 lautet, was sind Sie überhaupt? Ich bin ein Kollege von Ihnen, auch Detektiv. Das war schon die erste Lüge. Zu dem Gewerbe gehört eine Lizenz. Die habe ich zu Haus. Überlegen Sie sich gut, was Sie sagen. Ich kann auch sehr grob werden. Wie lange verfolgen Sie mich schon? Seit 2 Tagen bin ich Ihnen überall hin gefolgt. Und wer bezahlt Sie? Ein Kunde. Ich kenne ihn gar nicht, weil er mich per Post bezahlt. Außerdem wäre es unanständig, seinen Namen zu nennen. Natürlich. Ihnen sieht man die Anständigkeit schon von Weitem an. Wie ist der Name? Wer bezahlt Sie? Jardin. Wer, sagen Sie? Anthony Jardin.
Wie sieht er denn aus? Groß, helles Haar, pikfein angezogen, hält sich für ganz große Klasse. Wo wohnen Sie? Antwort. Bei meinem Schwager in der 23. Straße. Wie ist die Telefonnummer? Chelsea. 034510. Ist Fred Foster? Nein, er ist nicht hier. Wann kommt er wieder? Das weiß ich nicht. Soll ich ihm was bestellen? Nein. Wenn ich Sie nochmal erwische, kriegen Sie damit eins über den Schädel, verstanden? Hier, lassen Sie das reinigen. Jardine legt Wert auf Eleganz. Das hier behalte ich. Ich habe ein schwaches Gedächtnis für Namen und Nummern. Falls ich Lust habe, Ihnen mal einen Gegenbesuch zu machen. Halt! Die Taxi ist besetzt. Ist der entwischt? Mhm. Bravo. Engagieren Sie doch William Powell als Privatsekretär. William Powell? Wer ist das? Das ist doch der berühmte Meisterdetektiv aus den Kriminalfilmen. Ziemlicher Rachenputzer, den Sie sich da zusammenmixen. Wer war der Mann? Den weißen Anzug? Ja. Ein gekauftes Objekt. Wer hat ihn gekauft? Fragen Sie nicht. Vergessen Sie es lieber. Ich habe einen verdammt schlechten Geschmack im Mund, seit er hier war. Wer hat ihn gekauft? Heraus mit der Sprache. Wenn ich nichts weiß, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das können Sie sowieso nicht. Aber das war sehr nett, was Sie da sagten. Sehr nett sogar. Hören Sie, Kindchen. Wenn Sie Ihre Illusionen nicht verlieren wollen, dann gehen Sie, ehe es zu spät ist. Wenn Sie hierbleiben, haben Sie es doch noch mit Gangstern, Strolchen und Erpressern zu tun. Und wer weiß, vielleicht sogar mit mir. Das stört mich nicht. Im Gegenteil. Ich bleibe hier. Und wenn Sie mir auch nicht sagen wollen, worum es sich handelt, ich halte zu Ihnen, Mr. Gold. Danke, Kathleen. Nachdem ich mein Sprüchlein aufgesagt habe, kann ich wohl beruhigt nach Hause gehen.
Also bis morgen früh, Boss. Übrigens, wollen Sie nicht Brett zu mir sagen? Hm? Und wegen der Nylons. Welche Größe? 9. Die werde ich mir merken. Nicht vergessen. Guten Abend, Mr. Jardine. Guten Abend, Henry. Guten Abend, Mr. Jardine. Guten Abend. Dankeschön. Ah, Mrs. Reynolds, nett, dass Sie da sind. Es ist wieder bezaubernd bei Ihnen. Ich komme mir vor. Ja. Meine Frau ist im Ballsaal. Hallo, Jardine. Danke. Guten Abend, Harding. Ich wohne fast schon bei dir. Gestern Abend hätte ich gleich hier bleiben sollen. Wir freuen uns immer, dich zu sehen. Morgen Abend erwarten wir dich zum Essen. Nett von euch. Ich komme gern. Wo ist deine Frau? Sie ist sicher im Saal und verschwendet ihren Charme an ein Dutzend Dummköpfe. Komm, wir gehen hinein. Na, amüsieren Sie sich? Himmlisch! Das ist die Frau eines bekannten Kritikers. Sie sieht immer aus, als ob sie eben das Vieh auf die Weide getrieben hat. Mrs. Kingsley, darf ich Ihnen Mr. Jardine vorstellen? Sehr erfreut. Du kennst doch Lucy Wilding. Natürlich, guten Abend. Madame und Monsieur Brisson. Bonsoir. Bonsoir. Und die Frau, die mich mein Alter vergessen lässt. Du sollst das nicht sagen, Hardy. Wir sind doch erst 3 Jahre verheiratet. Du bist doch noch sehr rüstig, alter Freund. Sehr liebenswürdig. Aber warum sagst du in diesem Zusammenhang alter Freund? Ich finde, wir gleichen dem Paar aus dem Film La Belle et la Bête. Ich glaube wirklich, sie können gefährlich werden. Solange ich amüsant bin, werden sie mir verzeihen. Aber das Altern ist ein unverzeihlicher Fehler. Hör auf, so dummes Zeug zu reden. Du bist der interessanteste Mann hier und das weißt du. Ich bete dich an, mein Schatz. Das weißt du auch. Eine Riesengesellschaft, Hardy. Heute Abend ist alles hier. Ja, eine schauerliche Mixtur von Portwein und Bockbier. Ich bin eben Menschenfreund. Nicht nur. Seien Sie ehrlich, Hardy. Sie feiern heute Ihren Hochzeitstag und gleichzeitig machen Sie Propaganda für Ihre Kunstausstellung. Sie schlau. Oh. Ich verquicke Geschäftliches nie mit Privatem. Es sei denn, es wäre sehr vorteilhaft für mich. Aber morgen eröffnen Sie doch die neue Ausstellung in Ihrer Galerie. Dieses zufällige Zusammentreffen hat mich genug Mühe gekostet. Mrs. Kingsley, für Sie ist vielleicht ein Bild von Turner dabei. Ihre Landschaft etwa? Oh, Hardy, wie wundervoll. Das regt mich auf. Sie kennen dieses Gefühl sicher. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, sehr gut, Mrs. Kingsley. Die Schwärmerei für die Kunst ist in unserem Alter die einzige, die uns noch erlaubt ist und nicht als unschicklich gilt. Hast du den Van Gogh bekommen? Ja, heute Nachmittag. Geld wäre mir lieber gewesen. Aber wenn du knapp bist, nehme ich das Bild in Zahlen. Hoffentlich kann ich es gut verkaufen. Kann ich meine Briefe jetzt zurückhaben? Natürlich. Bitte. Ich bin stolz auf dich, Liebling. Alle Männer bewundern meine Frau. Du müsstest immer jung bleiben. So schön und zeitlos wie das Bild einer Madonna, die aus dem Rahmen gestiegen ist, lebt, atmet und nur für mich da ist. Das hast du hübsch gesagt. Hallo, wer ist dort? Ja, Sir, er ist hier. Darf ich um Ihren Namen bitten? Ich bin ein alter Freund von ihm aus San Francisco. Hey, komm mal her. Bist du ein Fünfer? Ja. Hier. Und jetzt hau ab! Hallo?
Hallo, ja? Ja, es klappt ja alles ganz tadellos. Am zweiten Abend hat er mich bemerkt. Er nahm mich mit in sein Büro und spielte den wilden Mann. Ich spielte den Sanften. Ja, ich sagte ihm den Namen. Und als er ihn hörte, brachte er kaum noch ein Wort raus. Damit traf ich genau ins Schwarze. Ja. Gut. Auf die Musik, die geht einem in die Beine. Ja, ja, die Jungs sind gut. Sie haben ja gar nicht zugehört. Woran denken Sie bloß, Brett? Daran, dass Sie wahrscheinlich bald von mir weggehen. Mhm. Dann werde ich mir doch die Sekretärin aus Tahiti engagieren. Von der haben Sie bald genug. Wer weiß, die Strohröcke sind doch nett. Ich warne Sie nochmals, die sind feuergefährlich. Sie auch. Ich? Aber nicht doch, Mr. Gold. Ich möchte tanzen. Ja, gern. Was ist denn los, Brett? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas auf mich zukommt. Ich weiß noch nicht was. Ich vielleicht? Was wollte der Kerl gestern eigentlich? Der Weiße? Mhm. Der war sehr redselig, aber es kam wenig dabei heraus. Deswegen bin ich etwas nervös. Nicht etwa ihretwegen. Natürlich nicht meinetwegen. Auf den Gedanken wäre ich auch nie gekommen. Hm. Wollen Sie mir nicht mehr erzählen? Nein. Wenn Sie ein kluges Mädchen sind, dann gehen Sie fort. Ich sitze wahrscheinlich sehr bald in der Klemme. Irgendwas wird passieren. Sie werden unter Umständen in die Sache verwickelt. Und das möchte ich vermeiden. Steigen Sie vorher aus, Gisling. Vielen Dank für Ihre freundliche Warnung. Ich muss Sie jetzt allein lassen. Seien Sie vernünftig, gehen Sie nach Hause. Hallo, Reeves. Na, Gold? Ich wollte Sie morgen besuchen. Tun Sie das. Schwierigkeiten? Noch nicht. Wollte mir nur einen Rat holen. Nur zu. Ich bin zwar ein Detektiv, der ein hübsches Büro und eine hübsche Sekretärin hat, aber noch keine Kundschaft. Sie kennen doch den Namen Jardine. Er spioniert mir nach. Er will da weitermachen, wo er aufgehört hat. Ich dachte, nach San Francisco würde er Sie in Ruhe lassen. Das wird er auch. Ich sag's Ihnen nur für die Akten. Aber seien Sie nicht unklug. Ich frage bei allem erst das Gesetzbuch. Ich fürchte, Jardine wird darauf keine Rücksicht nehmen. Ja, das weiß ich. Sie sehen, ich bin noch hier. Ich habe mich entschlossen, mit Ihnen auf das Unheil zu warten. Das sind die mütterlichen Instinkte, die Sie offenbar in mir geweckt haben. Ich muss auf Sie aufpassen. Sie haben wohl eine schreckliche Wut auf ihn. Auf wen? Nur auf den, der Ihnen den Kerl nachschickt. Er macht es einem leicht.
Brett, was kann er Ihnen denn tun? Gar nichts. Das weiß er auch. Mir kann niemand was tun. Sie auch nicht, Kessling. Das war deutlich. Dabei kenne ich mindestens ein Dutzend prima Jungs, die froh wären, wenn ich sie heiraten würde. Hier, kaufen Sie sich noch ein Dutzend davon. Ich warte, bis Sie im Ausverkauf zu haben sind. Ich habe eine Schwäche für Gelegenheitskäufe. Und da wir gerade von Gelegenheiten sprechen, wenn Sie die Nylons Größe 9 nicht kriegen, dann nehme ich auch 8 oder 10,5. Das macht mir gar nichts. Ich werde es mir merken. Kommen Sie, wir wollen tanzen. Danke, Brett. Gute Nacht. Gute Nacht? Kann ich nicht mitkommen? Ich habe so Durst. Hätte gerne noch einen Schluck Wasser. Da haben wir es mal wieder. Mit dem Wasser fängt's an und... Aha. Hab verstanden. Gute Nacht. Was passiert? Brett, sind Sie verletzt? Nein. Hat er Sie angefahren? Nein, ich habe mich nur an dem Hydranten gestoßen. Sie müssen sich jetzt von dem Schreck erholen. Kommen Sie, wir trinken da drüben rasch noch einen Kaffee, hm? Ja. Vorsichtig. Kommen Sie nur, setzen Sie sich. Wollen Sie vielleicht was trinken? Mrs. Schwarz, bitte bringen Sie uns einen Kaffee. Ja, gern. Einen schönen Kaffee. Brett, war das wirklich nur ein Unglücksfall? Keine Ahnung. Das wird sich erst herausstellen. Hey, Sie! Ich habe den Wagen gesehen und den Anfang von der Nummer auch. Wie war die? Geben Sie mir den Anfang von der Nummer. War 6, 3, 9 und noch was. 6, 3, 9. Ja. Weißt du das ganz genau? Ja. Was für ein Wagen war es denn? Ich weiß nicht, aber er sah aus wie ein Lincoln. Hier, mein Junge. Hey, sind Sie Millionär? Hoffentlich genügt die Nummer. Ich rufe einen Freund von mir an. Der kriegt's raus. Er ist bei der Polizei. Glauben Sie, das genügt, um einen Beweis zu erbringen? Das kann man nicht wissen. Aber ich kenne jemanden, der fährt sehr geschickt. Sicher ein Bekannter von Ihnen aus San Francisco. Wegen der steilen Straßen dort, meine ich. Gibt's ein Telefon hier? Dort drüben an der Wand. Reichlich spät. Ich muss noch zu Scarsdale. Zu Scarsdale? Jetzt mitten in der Nacht? Ja, immer unterwegs. Das gehört nun mal zum aufregenden Leben eines Kunsthändlers. Seit über 6 Monaten versuche ich, eine Landschaft von Turner zu erwerben. Und ausgerechnet heute Nacht will der Besitzer über den Verkauf verhandeln. Im Vertrauen, ich muss das Bild heute Nacht bekommen. Ich habe es nämlich schon an Mrs. Kingsley verkauft. Dann musst du jeden Preis zahlen, den er dafür verlangt. Liebhaber der Schönheit falschen nicht um einen Preis, Tony. Ich werde kaum zurück sein vor dem Morgengrauen. Dabei hasse ich diese Stunden. Das Gras sieht immer aus wie ein nasses Hundefell. Darf ich dich irgendwo absetzen, Hardy? Nein, danke. Ich habe meinen Wagen hier. Gute Nacht. Gute Nacht. Zu Scarsdale. Ja, Sir.
Wie lange wird es dauern, bis er Sie anruft? Er wollte gleich nachsehen. Der Anruf kann jeden Moment kommen. Sehen Sie mich doch nicht immer so an. Wie denn? Wie eine Briefmarke unter der Lupe. Also gut. Ein gewisser Jardine hat Angst vor mir. Deshalb schickte er mir gestern den Kerl nach. Und der Unfall mit dem Auto vorhin. Das war ja sicher auch. Sind Sie jetzt zufrieden? Nein, ich will den Grund wissen. Ich hatte eine Privatagentur in San Francisco. Dieser Jardine war mein Partner. Er war ein Rechtsanwalt. Und wie verrückt hinter den Weibern her. Sie fielen alle auf ihn rein. Er wusste sie zu nehmen. Aber die Erpressung kam hinterher. Ich habe von all dem nichts geahnt, bis ich eines Tages merkte, dass Geld in unserer Kasse fehlte. Ich stellte ihn zur Rede und er versprach, es wieder rauszurücken. Wir fuhren zu seiner Wohnung in Birmingham, wo er seinen Privatsafe hatte. Unterwegs schlug er mich bewusstlos, flößte mir Alkohol ein, setzte mich in das Steuer und ließ den Wagen anfahren. Ich rammte einen anderen Wagen und der Fahrer kam ums Leben. Fahrlässige Tötung. 2 Jahre. Wegen guter Führung früher entlassen. Jardine hatte vor Gericht ein Alibi. Und er schwor jeden Meineid. Dann höre ich nichts mehr von ihm, bis gestern Abend der Kerl auftauchte. So, das wär's. Und warum wollten Sie das vor mir verheimlichen? Einem Kerl kann das nicht passieren. Sondern nur einem Dummkopf. Nur deswegen sollte ich es nicht erfahren? Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind gar nicht so ein Raubein, wie Sie immer tun, Brett. Ich glaube, ich kenne Sie besser als Sie sich selbst. Hallo. Ja? Wie ist die Adresse? Gut. Vielen Dank. Ja, danke. Toni. Liebling. Ist dieser Besuch nicht sehr riskant für dich? Er bleibt bestimmt länger fort. Und wenn schon, ich bin jetzt so weit, dass mir alles nichts mehr ausmacht. Schön, dass du da bist. Soll ich dir was zu trinken holen? Bitte. Es ist doch eigenartig, Toni. Er liebt mich. Er erfüllt mir jeden Wunsch, um mich glücklich zu machen. Aber das ist alles nicht genug. Ich bin nicht glücklich, Toni. Ja, mein Herz, das weiß ich. Hier, bitte. Warum bist du denn so aufgeregt? Willst du nicht mal einen Schluck trinken? Zigarette? Toni, ich kann nicht mehr. Ich habe ihn geheiratet und versucht, bei ihm zu bleiben. Aber ich komme mir manchmal selbst schon vor wie eins von seinen alten Gemälden. Du musst mich von hier fortbringen, Toni. Bitte. Hör zu, Mary. Hardy macht dich nicht glücklich, aber er kann einer Frau alles bieten. Ich liebe dich, aber ich habe nicht genug Geld. Toni, sei still. Das ist doch nicht so wichtig. Ich habe mir bereits Geld von dir geborgt, das weißt du doch. Ich kann mich doch nicht mein ganzes Leben von dir verwöhnen lassen wie ein Schoßhündchen. Liebling, wir haben meine Juwelen. Sie gehören dir genauso wie mir. Wir lieben uns doch.
Siehst du, ich habe gewusst, dass du das sagst, aber... Kein Aber mehr. Sag mir, wann wir fortgehen. Es muss bald sein. Vielleicht schon morgen. Ich habe vorher noch etwas Geschäftliches zu erledigen. Dann hole ich dich. Ah, Tony? Na du, Fred. Geht das Geschäft mit den Frauen immer noch? Lass den Unfug. Was willst du hier? Ich bin nur gekommen, um dich ein für alle Mal zu warnen. Hör auf! Schaff mir den Kerl vom Hals! Und lass mich gefälligst in Ruhe, verstanden? Ich weiß gar nicht, wovon du überhaupt sprichst. Dann muss ich eben von vorne anfangen. Bei den 2 Jahren für fahrlässige Tötung. Ich habe immer wieder dein liebes Gesicht vor mir gesehen. Die ganze Zeit im Gefängnis. Wenn du jetzt nicht Vernunft annimmst, passiert was. Dann werden die Weiber sich nicht mehr nach dir umdrehen. Ich habe keinen geschickt. Und ich will auch nichts von dir. Ich hatte keine Ahnung, dass du raus bist. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Du und Ehrenwort. Ein Mensch, der für Geld seine eigene Mutter umbringen würde. Bitte die Polizei. Hier passiert ein Unglück. Bitte kommen Sie schnell. Einen hübschen Lippenstift haben Sie, mein Kompliment. Ich kenne Sie zwar nicht, aber es ist in jedem Fall schade um Sie. Toni, wer war denn das? Du kennst ihn doch nicht. Die Polizei kommt gleich. Was ist los? Sie ist schon unterwegs. Ich habe sie angerufen. Das fehlt noch, dass die Polizei dich hier findet. Du musst schnell weg durch die Küche, über die Hintertreppe. Ja. Ist hier bei Ihnen was passiert? Wieso denn? Was soll passiert sein? Wie kommen Sie darauf? Wir sind angerufen worden. Sie haben sich sicher verhört. Ich war ganz allein und habe gelesen. Eine Frau war am Apparat. Das Buch war wohl sehr aufregend. Wer ist der Kerl? Der Ehemann? Nein. Na schön, die Dame interessiert mich nicht. Wie heißt der? Eine Meldung müssen wir so und so machen. Es ist besser, Sie reden hier, sonst müssen wir Sie leider mitnehmen. Ich möchte Ihnen selbstverständlich gern helfen. Wie ist aber sein Name? Sein Name ist Gold. Bradford Gold. Bradford Gold. Schlägerei, Apartment 204.
Sie haben Ihren Hut liegen lassen. Oh, danke. Ist alles in Ordnung? Mhm, vollkommen. Aufregender Abend gewesen. Da sollten Sie erst den anderen sehen. Ich komme mit drauf. Mhm, bitte. Also, was war los? Wir unterhielten uns. Ein Wort gab das andere, schließlich gab es eine Prügelei. Danach hat er nichts mehr gesagt. Und was haben Sie davon? Gar nichts. Aber jetzt ist mir wohler. Kommen Sie doch mal her zu mir. Oh, nein, danke. Wenn Sie sich schon wieder so wohlfühlen, werde ich lieber nach Hause gehen. Und wo bleibt der mütterliche Instinkt, den ich in Ihnen geweckt habe? Der schläft nach Sonnenuntergang. Das haben Sie gut gemacht. Was können Sie sonst noch? Dreimal dürfen Sie raten. Ist mein Tor noch nicht himmlisch? Sehen Sie sich das an. Man wächst förmlich hinein. Ich fürchte, dazu ist der Rahmen nicht groß genug. Oh, laufen Sie sich weg, Hardy. Wo bleibt denn der neue, versprochene Raphael? Von dem ist doch schon seit Jahr und Tag die Rede. Den muss ich endlich sehen. Der ist heute früh angekommen und befindet sich im Tresor. Wollen wir gleich hinuntergehen? Wundervoll, Hardy. Ich liebe Raphael. Toni, wir sehen uns den neuen Raphael an. Willst du dich anschließen? Gern, im Allerheiligsten war ich noch nicht. Mrs. Kingsley? Ich bin sehr gespannt. Ich kenne fast alle Geheimnisse von Raphael. Das ist doch das Porträt, das die italienische Familie nicht verkaufen wollte, nicht wahr? Ja. Ich habe es vor 7 Jahren gesehen und ich war entzückt. Es war unverkäuflich, aber ich wusste, ich würde es eines Tages besitzen. Das sieht Ihnen ähnlich. Das ist eben die Leidenschaft des Sammlers, meine Liebe. Die anderen Mitglieder der Familie hätten das Bild schon längst verkauft, aber der alte Peruccini lehnte jedes Angebot ab. Zu seinen Lebzeiten war nichts zu machen. Doch freundlicherweise starb er endlich. Und da bekam ich es. Oh! Aber das ist ja Mary. Die verblüffende Ähnlichkeit ist kein Zufall. Haben Sie es retuschieren lassen? Natürlich nicht. Ich habe das Bild schon lange vor Mary gekannt und fand es göttlich. Als ich Mary dann begegnete, war sie mir schon so vertraut, dass ich sie selbstverständlich heiratete. Oh, wie romantisch! Wenn Sie wollen, nennen Sie es romantisch. Und das ist Geschmackssache. Hardy hält nichts von romantisch. Das Licht hier unten ist schlecht. Warum hängst du es nicht oben auf? Ich will es erst firnissen lassen. Und außerdem bekommt es einen neuen Rahmen. Gehen wir nach oben. Darf ich Sie bitten? Zu schade, dass es nicht schon oben hängt, wo es alle sehen können. Toni, reisen wir heute Abend endlich ab? Ist alles vorbereitet? Ja, Liebling. Wir sind heute Abend bei Mrs. Kingsley eingeladen. Ich lasse mich bei ihr entschuldigen. Wir treffen uns dann bei dir in der Wohnung. Ja, gut. Lassen Sie den Tresor wieder schließen. Ja, Mr. Cathcart. Hat sie auch niemand kommen sehen?
Ich kam wie verabredet durch die Seitentür herein. Außerdem sind Sie mir in jedem Falle unbekannt. Gut, jetzt erzählen Sie mal, was los war. Alles schiefgegangen, es war ein Schlag ins Wasser. Wieso? Er hat nicht gespurt. So. Und warum nicht? Dieser Kerl ist einfach in Jardins Wohnung gegangen und hat sich ein bisschen mit ihm geprügelt, das war alles. Jemand hat die Polizei gerufen, aber Gold ist entwischt. Um wie viel Uhr war das? 1 Uhr nachts. Ich stand vorm Haus. Wenn Sie mich fragen, würde ich diesen verrückten Plan aufgeben. Dieser Gold ist viel zu gerissen, der lässt sich nicht von uns in die erste beste Falle locken. Und wenn wir ihn nicht dazu bringen, ihren Jardin fertig zu machen, dann kann ich den Burschen doch umlegen. Ich kenne mich aus, wie jemand geräuschlos verschwindet. Rufen Sie ihn mal an. Wen? Gold. Ach, den. Und schnippen Sie nicht immer die Asche auf den Boden. Der Teppich ist nämlich echt. Hallo? Ja. Ja, einen Moment bitte. Einen Tag ist er gerade zu Hause gewesen, dann lief er wieder weg. Bitte suchen Sie ihn nochmal. Er braucht mich. Ich kann nicht mehr tun, als Ihren Mann finden. Festhalten müssen Sie ihn schon allein. Ich weiß aber... der Mann mit dem weißen Anzug ist am Telefon. Ja? Hallo, Gold. Sind Sie gut bei Kasse? Kommt drauf an. Was wollen Sie denn verkaufen? Ich will Ihnen Jardin verkaufen. Er zahlt nicht pünktlich und sowas habe ich nicht gern. Sie wollen doch sicher wissen, was er vorhat. Sagen Sie, Sie brauchen 200 Dollar, um die Stadt zu verlassen. Ich brauche 200, ich will abhauen. Wohin? In Ihr Büro? Nein, nein, nein. Nein, nein, das ist zu riskant. Kommen Sie in meine Wohnung. 504, 52. Straße. Apartment 307, um 19.30 Uhr. Heute? Ja. Gut. Okay, wenn was dazwischen kommt, rufe ich an. Ja. So, das hätten wir. Ja, aber wissen Sie, ob Jardine anweist? Nach dem gestrigen Abend wird er keine Lust zu einem Gegenbesuch haben, um sich nochmal verprügeln zu lassen. Er wird hingehen. Warum auch nicht? Er ist immerhin mein bester Freund. Ich habe ihm vertraut. Jetzt vertraut er mir. Wie kann ich mir denn in Ruhe einen Film ansehen, wenn ich weiß, dass ich jetzt... Seien Sie vernünftig. Die Vorstellung dauert eine Stunde. Jetzt ist es 7. Punkt 8 Uhr hole ich Sie hier ab. Warum lassen Sie mich denn nicht mitgehen? Wenn noch jemand dabei ist, bringe ich aus dem Kerl kein Wort heraus. Einen Platz. Jetzt bettle ich schon darum, dass Sie mich in Ihre Wohnung mitnehmen. Sie waren doch schon da. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn es wieder was zu nähen gibt oder zu kochen. Vor Sonnenuntergang selbstverständlich.
Gehen Sie nach Haus. Warum haben Sie mich denn nicht abgeholt? Was ist denn los mit Ihnen? Gar nichts. Ich komme nachher zu Ihnen. In Ihrer Wohnung. Brett, ich bleibe hier so lange stehen, bis Sie die Tür aufmachen. Was ist denn passiert? Passiert. Tony Jardine. Brett! Ach, fragen Sie mich nicht. Ich weiß selbst nicht, was los ist. Aber für die Polizei ist der Fall klar. Den nötigen Hinweis hat sie inzwischen sicher auch schon gekriegt. Brett, das ist doch Unsinn. Darauf gehe ich jede Wette ein. Dann rufen Sie doch die Polizei und sagen alles. Wer soll mir denn das glauben? Ich komme in die Wohnung, da betäubt mich jemand mit einem Taschentuch voll Äther. Als ich wieder aufwache, liegt Jardine neben mir mit zertrümmertem Schädel. Und ich habe den Feuerhaken in der Hand. Die lachen noch, wenn ich schon auf dem elektrischen Stuhl sitze. Aber Brett, Sie können das doch nicht allein aufklären. Ich halte nicht viel von der Gerechtigkeit der Polizei. Die operiert immer nur mit Tatsachen. Und aufgrund der Beweisaufnahme lande ich in der Todeszelle. Sie gehen jetzt auf den schnellsten Wege nach Hause. Bitte schicken Sie mich nicht fort. Ich habe es doch nur gut gemeint. Ja, danke, danke. Das glaube ich Ihnen. Aber gehen Sie trotzdem nach Hause. Ich muss Zeit gewinnen und mir alles ganz genau überlegen. Gehen Sie doch endlich. Ich habe den Feuerhaken weggetan. Ich will dir doch helfen, Brett. Das darfst du nicht. Du kommst sonst auch noch in die Sache hinein. Das macht mir nichts. Ich stehe zu dir, Brett. Was auch immer geschehen wird. Ich fürchte mich nicht vor der Gefahr. Mich auch irren, aber ich glaube, der Mann in dem weißen Anzug hatte es darauf abgesehen, dass du ihn bemerkst. Selbstverständlich. Kein Mensch, der jemanden beobachten will, zieht sich so einen Anzug an. Wieso hat er mich nur beinahe überfahren? Jardine war nicht der Auftraggeber, das hätte mir eigentlich klar sein müssen. Aber jemand muss es doch sein. Jemand, der Jardine und mich kennt, und zwar noch aus San Francisco. Er wollte offenbar vortäuschen, dass Jardine mich verfolgt. Aber wer, Brett, wer? Keine Ahnung, nicht der geringste Anhaltspunkt. Vielleicht ist dir irgendetwas entfallen, eine Begegnung, die schon viele Jahre zurückliegt. Nein, ich habe eine ganz reine Weste. Keine Unterschlagungen, keine wütenden Ehemänner, keine Spielschulden, gar nichts. Aber wenn jemand nicht davor zurückschreckt, einen Mord zu begehen, dann steckt doch was dahinter. Natürlich, das ist mir auch klar. Wenn ich nur wüsste, was, wäre das Rätsel gelöst. Ich müsste zunächst mal... Was?
Ich glaube fast, es war der Bursche mit dem weißen Anzug. Wo ist die Brieftasche von ihm? Die habe ich in meiner Wohnung. Komm, die brauche ich. Und was wird mit ihm? Das Mädchen, das hier sauber macht, kommt nur einmal in der Woche. So habe ich wenigstens einen kleinen Vorsprung. Du gehst jetzt runter und fragst den Portier, wo ich bin. Sag, du hast bei mir geklingelt, aber ich sei offenbar nicht zu Hause. Dann gehst du in deine Wohnung und da treffen wir uns. Gut. Wer ist da? Ich bin's. Ich hab Durst. Da im Schrank steht was. Danke. Hier ist sie. Fred Voss, 328 Ost, 23. Straße. Wenn wir den haben, sind wir einen Schritt weiter. Woher weißt du, dass der es war? Das hat mir mein Daumen gesagt. Mein Daumen, Kathleen. Komm, wir gehen. Wohnt hier Fred Voss? Ja, im Erdgeschoss. Hinter der Treppe. Auf der Seite hier. Danke. Mama Mia! Wo ist Fred Voss? Was wollen Sie von mir? Ich habe nichts verbrochen. Ist das Ihre Brieftasche? Ja, natürlich, das ist meine. Die habe ich in der Untergrundbahn verloren. Oh, grazie, Signor, grazie. Sie sind Fred Voss? Ja, ich bin Fred Voss. Fragen Sie doch die Nachbarn. Aber meine 5 Dollar, die waren 5 Dollar drin. Ja, schon gut. Die sind weg. Hier sind Ihre 5 Dollar. Grazie, mille grazie, Signor. So was von daneben. Jetzt bin ich so klug wie vorher. Ich bekomme einen Schlag nach dem anderen. Kann mich nicht zur Wehr setzen. Ja? Ausgezeichnet. Wir treffen uns morgen. Zur selben Zeit, an derselben Stelle. Wer ist da? Ich bin es. Einen Augenblick. Komm herein. Es ist schon 9 durch. Um 10 Uhr sollten wir bei Mrs. Kingsley sein. Ich kann leider nicht mitgehen, Hardy. Ich habe so furchtbare Kopfschmerzen. Oh. Das tut mir aber leid, Mary.
Ich gehe heute früh zu Bett. Aber du kannst doch ohne mich hingehen. Das wäre ein verlorener Abend. Mrs. Kingsley wird dich sehr vermissen. Das allein wäre kein Grund hinzugehen. Aber ich will mich doch mit Tony treffen. Ich habe mit ihm eine etwas heikle Angelegenheit zu besprechen. Dann musst du eben allein hingehen. Ich bespreche es morgen. Heute Abend bleibe ich bei dir. Ich dachte, es ist wichtig. Nein. Aber für Probleme dieser Art ist mir Tonys Rat besonders wertvoll. Ein Mann wie er weiß mit dem Gesetz Bescheid und hat eine gewisse Praxis. Das klingt ja so mysteriös. Was ist denn das für ein Fall? Ein ganz alltäglicher Fall. Einer meiner Freunde, der sich der Illusion hingab, eine ideale Ehe zu führen, hat entdeckt, dass er von seiner Frau betrogen wird. Aber Tony ist doch kein Anwalt für Ehescheidungen. Der Ehemann will ja auch gar keine Scheidung. Dann will er ihr wohl verzeihen. Ja. Und wie es in den Verlustanzeigen so schön heißt, verspricht er bei Rückgabe eine angemessene Belohnung. Du meinst, der andere Mann würde einfach Geld nehmen und dann seiner Wege gehen? Wenn ein charakterloser armer Teufel, der keinerlei schätzenswerte Eigenschaften besitzt, sich an die Frau eines reichen Mannes heranmacht, dann weiß man gewöhnlich, dass sein Interesse mehr den Juwelen als der Frau gilt. Aber jede Frau verabscheut doch so einen Mann. Das will ich nicht sagen. Sieh dir Tony an. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass er Erfolg hat. Bei einer Frau wie Lucy Wilding. Das ist nicht wahr. Er fand sie abscheulich. Das hindert ihn nicht, ein Verhältnis mit ihr anzufangen. Das glaube ich nicht. Außerdem ist sie doch viel zu alt für ihn. Liebe ist kein ausgesprochenes Vorrecht der Jugend, mein Kind. Dieses Leiden befällt die Menschen in jedem Alter. Nimm meine Liebe zu dir. Meine Liebe zu dir ist seit den Masern meiner Kinderzeit die erste wirkliche Krankheit, an der ich leide. Und die ist unheilbar. Wer ist da? Der Milchmann, nach 85 Cent. Guten Morgen. Guten Morgen. So? Dankeschön. Nichts drin. Ich werde jemanden engagieren, der alle Zeitungen liest. Wie spät ist es? 7. Wenn ich wüsste, wer hinter mir her ist, wäre alles halb so wild. Aber was ich treibe, ist doch Schattenboxen. Ich kämpfe gegen jemanden, den ich überhaupt nicht sehe. Unsinn. Ich kenne dich, Brett. Du bist nicht der Mann, der das Rennen so schnell aufgibt. Hoffentlich irrst du dich nicht. Ich weiß nicht mehr weiter. Sie haben mich reingelegt wie einen dummen Jungen. Na, also schön. Dann werde ich mich hinsetzen und dich nur noch bedauern. Das wird uns bestimmt weiterbringen. Natürlich nicht, das weiß ich. Aber in Optimismus zu machen hat auch keinen Sinn.
Es wird alles schon gut werden und so ein Quatsch. Ich bin kein Zauberkünstler. Wenn das Mädchen in meine Wohnung kommt und unter das Bett guckt, kann ich mir gleich einen Strick kaufen. Hier, trink was. Da siehst du es mal. Ein toller Bursche. Nerven wie Stahl. Das macht nichts. Den Fleck bekomme ich schon raus. Kesslin. Sein Anzug war voll Tinte. Ich hatte mir im Büro die Hand dran abgewischt. Was meinst du damit? Bestimmt hat er ihn zur Reinigung gegeben. Und da kriegen wir vielleicht seine Adresse raus. Natürlich, aber New York ist groß und Reinigungsgeschäfte gibt es an jeder Ecke mindestens zwei. Aber die meisten sind nur Annahmestellen. Wo ist das Adressbuch? Da. Sie schicken das Zeug an die großen Reinigungsfabriken weiter. Und davon wird es nicht so viele geben. Und wenn er nun seinen Anzug nicht reinigen lässt? Glaubst du, der rennt mit einem Anzug herum, der voll Tinte ist? Das tut keiner. Das ist ja ein Roman mit Fortsetzung. Wir nehmen jeder die Hälfte. In dieser Jahreszeit trägt kaum jemand weiße Anzüge. Wir müssen ihn eigentlich bald finden, wenn er da ist. Wenn Sie ihn finden, kriegen Sie eine Belohnung. Sehen Sie doch mal nach. Wir hatten schon weiße Anzüge zum Reinigen, aber keine mit Tintenfleck. Danke. Vielen Dank. Ein Weißer ist nicht dabei. Bedauere. Mr. Kathcart, das sind die Verträge und das ist die Zeit für Ihren Besuch beim Zahnarzt. Kathcart, Galerie hier? Ja. Ein Mr. Smith aus San Francisco. Ach ja. Danke, Miss Denise. Ja? Wieso haben die Zeitungen nichts gebracht? Ich sage Ihnen doch, es hat geklappt. Sie können sich fest darauf verlassen. Das Paket ist eben noch nicht gefunden worden. Mir kommt es jedenfalls merkwürdig vor. Sie behaupten also, es wäre in Ordnung. Erwarten Sie etwa, dass ich es in die Zeitung setze? Hören Sie, Kathcart. Sie werden die Sache heute noch erledigen oder ich komme zu Ihnen in die Galerie. Aber diesmal durch die Vordertür. Also meinetwegen. Ich muss um 3 Uhr beim Zahnarzt sein, und zwar im Grenzgebäude. Kommen Sie dorthin. Augenblick mal. Grenzgebäude. 31. Stock. 3 Uhr. Ja, ist gut. Wagen 15. Wagen 15. Wie spät ist es? 1:45. Hallo? 21. Ja. Wagen 21. Nein, nein, kein Baumwollner. Ein weißer Leinenanzug. Ja. Danke. Tag Gold. Ihre guten Vorsätze haben Sie wohl vergessen. Ich dachte, Sie lassen die Hände von Jardine. Ich bin unschuldig, Reeves. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ja, natürlich, ich glaub's Ihnen. Er hat ja auch bis jetzt keine Anzeige erstattet. Dass Sie ihm ein paar runtergehauen haben, verstehe ich. Aber Sie durften nicht einbrechen und ihm die Wohnung demolieren. Wenn Sie so weitermachen, sehe ich schwarz für Ihre Bewährungsfrist. Das wollte ich Ihnen nur sagen.
Hallo? Am Apparat. Ja, das ist der Anzug. Wie ist der Name? Wie ist der Name von dem Kunden? Ja, einen Augenblick. Ja, den habe ich. Und wo wohnt er? Oh, vielen Dank für Ihre Mühe. Ich schicke Ihnen sofort $10. Nein, 20. Nein, wir haben ihn. Gott sei Dank. Martha? Wo ist denn Martha? Was? Wo ist Martha? Die hat gestern gekündigt. Die kommt nicht mehr. Ein Glück, dass sie weg ist. Das kann man wohl sagen. Guten Tag. Wieso? Wohnt hier nicht ein Mann namens Staufer? Mittelgroß und ziemlich gedrungen. Der ist vor einer halben Stunde ausgezogen. Mit Sack und Pack. Wo ist er denn hin? Sind Sie Polente? Nein. Bitte sagen Sie mir, wo er hin ist. Ich muss ihn sprechen. Ich weiß es. So, du weißt es. Dann sag mir, wo er hin ist. Hören Sie nicht auf die Göre. Woher soll die das wissen? Doch, ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Ich habe gehört, wie er telefoniert hat. Dann sag's ihm doch. Sieh mal, ich schenke dir auch was. Hier, wo ist er hin? Er wollte in das Gebäude gehen. Wie heißt es denn? Ebenso wie der Präsident, der Mann mit dem Bart. Lincoln-Gebäude? Uh-uh. Grant-Gebäude? Aha, er war krank. Wieso denn? Ja, er hat gesagt, er will sich Cascara holen in der Galerie. Gibt's da Cascara in der Galerie? Keine Ahnung, mein Kind. Hier. Also los, wir sind allein. Ich kann nur nicht verstehen, warum die Zeitungen nichts gemeldet haben. Sind Sie auch sicher, dass es geklappt hat? Hören Sie endlich auf. Natürlich hat es geklappt. Was kann ich dafür, wenn Sie nicht finden? Ich bin direkt von der Bank hierher gekommen und konnte das Geld noch nicht nachzählen. Oh. Weitergehen, bitte zurück, bitte. Aber erst auf. Gehen Sie weiter, bitte, weil es nicht zu sehen. Los, weitergehen. Abfahren. Weitergehen, bitte machen Sie Platz. Die halten ja die ganze Verkehr auf. Bitte nicht stehen bleiben. Schön weitergehen. Weitergehen, bitte gehen Sie noch weiter. Lassen bleiben Sie noch nicht stehen hier. Was ist denn mit dem los? Weiterfahren, fahren Sie weiter. Er hat nur gesagt, fahren Sie mich zum Grenzgebäude. Es schien mir ganz in Ordnung. Ich sollte sogar hier auf ihn warten. Dass er da oben runterspringt, konnte ich wirklich nicht wissen. Plötzlich kam er angesaust wie ein gehüllter Blitz. Ich habe sein Gepäck noch in meinem Wagen. Wissen Sie, das ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man sieht, wie so ein armer Teufel unten ankommt. Hey du, bleib sofort stehen! Der Kerl klaut ja meinen Wagen!
Jetzt reicht's mir aber bald. Keine Karte, kein Brief, nichts. Dafür habe ich riskiert, dass mir einer eine Kugel zwischen die Rippen jagt. Und jetzt hört die Spur auf dem Bürgersteig der 5. Avenue auf. Den werden Sie nie identifizieren. Nicht den Kopf verlieren, Brett, wir kommen schon weiter. Wie denn? Den Anzug haben wir gefunden. Ebenso Stauffers Namen und die Adresse. Die Kleine hat mir gesagt, Stauffer wollte ins Grand-Gebäude. Willst du mir mal sagen, wie wir weiterkommen? Ich bin am Ende und das weißt du genauso gut wie ich. Ich bin noch lange nicht am Ende. Um dich geht es hier ja auch nicht. Dann werde ich eben verurteilt. Das kann ich auch nicht mehr ändern. Doch, du kannst es. Versuch doch, dich zu erinnern an alles. Zum Beispiel, hat das Kind vielleicht noch was gesagt? Gar nichts. Jedenfalls nichts von Bedeutung. Was war es denn? Irgendein Blödsinn von Stauffer. Er wollte sich Cascara holen in einer Galerie. Was kannst du damit schon anfangen? Cascara in einer Galerie? Cascara? Medizin holt sich doch keiner in einer Galerie. Vielleicht war er krank und wollte zu einem Arzt gehen im Grand-Gebäude. Brett, eine Kunstgalerie heißt so ähnlich. Ich habe darüber was in der Zeitung gelesen. Ich glaube, es war auch 5. Avenue. Hier steht's, Catcart-Galerie. 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 Was wollte ein Mann wie Stauffer nur in einer Kunstgalerie? Weiß ich auch nicht, aber vielleicht besteht da eine Verbindung, von der niemand etwas ahnt. Ich glaube fast, du hast recht. Als ich bei Jardine in der Wohnung war, jetzt fällt mir es wieder ein, da stand ein Bild, das eben ausgepackt war. Reeves kommt. Pack das Zeug ein. Schnell weg damit. Ich gehe über die Hintertreppe. Du bleibst hier. Wir treffen uns später dann in deiner Wohnung. Und wo gehst du hin? Ich gehe mir die Bilder ansehen, in der Catcart-Galerie. Wer weiß, wie lange ich das noch kann. Wo ist Gold? Er ist leider nicht hier. Soll ich ihm irgendetwas sagen? Ja, Sie können ihm Lebewohl sagen. Er kommt auf den elektrischen Stuhl wegen Mordes. Bitte, Sie wünschen? Guten Tag. Ich möchte mich nur etwas umschauen. Wir schließen zwar bald, aber wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann? Ja, das können Sie. Sie können mich herumführen und mir die Bilder zeigen. Ich habe sicher auch noch einige Fragen. Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Sagen Sie, ist Mr. Pagacelli heute hier gewesen? Der holländische Kunstkritiker. Der ist mir leider nicht bekannt. Er ist dunkel, ziemlich gedrungen und hat eine schiefe Nase. Er trägt einen weißen Anzug, obwohl es dafür eigentlich ein bisschen zu früh ist. Wissen Sie ganz genau, dass er heute nicht hier war? Tut mir leid, aber ich habe ihn nicht gesehen. Würde Ihnen vielleicht so etwas gefallen? Gefällt mir gar nicht. Die Dame sieht aus, als ob sie ausgestopft ist. Ja, bitte. Soll ich den Tresor zuschließen, Mr. Catcart? Ist niemand mehr da? Nur ein Besucher noch. Mr. Nies führt ihn herum. Dann können Sie jetzt gehen. Ich schließe den Tresor selbst ab. Ich muss noch etwas hinunterbringen. Guten Abend, Mr. Catcart. Guten Abend. Diese Skulptur von Donatelli ist ein Meisterwerk. Wie viel kostet die? $40,000. Packen Sie sie ein. Sie wollen sie nehmen? Und wie viel verlangen Sie für den Sockel? Im Allgemeinen werden die Sockel nicht mitverkauft. Ich weiß, ich brauche aber gerade einen.
Sagen Sie mal, wer ist eigentlich der Chef hier? Mr. Hardy Kitcap. Ist er noch da? Ich glaube schon. Es ist mir fast peinlich, Ihren Chef wegen dieses kleinen Einkaufs zu stören, aber kann ich ihn sprechen? Aber natürlich. Bitte kommen Sie mit. Oh, das tut mir leid, Mr. Kitcap muss noch im Tresorraum sein. Vielleicht nehmen Sie inzwischen Platz. Ja, danke sehr. Ich werde ihm sagen, dass Sie hier sind. Er kommt sicher sofort herauf. Ich habe Zeit. Mr. Kitcap? Ja? In Ihrem Büro ist ein Herr, der interessiert sich für unseren Donatelli. Er will ihn mit dem Sockel kaufen. Na schön, warum nicht? Ich glaube, er will die Skulptur gleich mitnehmen. Ich soll sie ihm einpacken. Was, einpacken? Den Donatelli? So sagt er. Das erledige ich lieber selbst. Sie können ruhig nach Hause gehen, Miss Dennis. Guten Abend. Guten Abend. Mr. Kitcap kommt in ein paar Minuten. Danke. Möchten Sie vielleicht ein Glas Sherry trinken? Nein, danke. Ich trinke nie was. Wie Sie wollen. Guten Abend. Guten Abend. Hardy, ich... Oh, Verzeihung. Ich dachte, mein Mann wäre hier. Mrs. Kitcap? Ja. Ihr Mann ist unten im Tresorraum. Er wird gleich hier sein. Dankeschön. Ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Mrs. Kitcap. So? Anthony Jardine. Ja, er ist sehr befreundet mit meinem Mann. Haben Sie ihn kürzlich gesehen? Nein, es ist schon ein paar Tage her. Dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben. Er ist nämlich ermordet worden. Ermordet? Das glaube ich nicht. Deswegen bin ich ja hier. Ich will Ihren Mann sprechen. Hardy? Hardy hat es getan. Rühren Sie diese Frau nicht an, sonst passiert was. Kitcap. Freut mich, endlich Ihre Bekanntschaft zu machen. Jetzt weiß ich doch wenigstens Bescheid. Und zwar ganz genau. Interessant, Mr. Gold. Da Sie schon hier sind, bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Meinung über Sie zu ändern. Mein Kompliment. So. Also gehen wir. Ich möchte nicht gestört werden. Wobei denn? Bei unserer Unterhaltung. Gehen Sie nach unten. Sie wollten mich doch sprechen, Mr. Gord. Wegen des Donatelli, nicht wahr? Ich bin eigentlich mehr an einer modernen Figur interessiert, die zweifellos jetzt auch etwas von einem Standbild hat. Sie wurde vorgestern Nacht fertig gemacht und gehört bestimmt in Ihre Galerie. Ein Tony Jardine. Unsinn. Ich habe keinerlei Interesse an einem wertlosen Jardine. So, warum haben Sie ihn dann umgebracht? Wieso ich?
Man hat ihn doch in Ihrer Wohnung gefunden. Weil das Paket falsch adressiert war. Sie sind nicht der Absender? Nein, Mr. Gold. Aber Tatsache ist, dass Jardine umgebracht worden ist. Und zwar auf Ihre Veranlassung. Was Sie nicht sagen, Mr. Gold. Umsonst wird Ihr Aufpasser die schmutzige Arbeit nicht gemacht haben. Oder sind Sie ihm das Geld schuldig geblieben? Vielleicht ist er deswegen aus dem Fenster gestürzt. Das wäre ja auch der Lohn, den er verdient hat. Mr. Gold, Ihre Fantasie fängt an, mich zu langweilen. Gehen Sie da hinein. Cathcart, geben Sie es auf. Sie können nicht mehr entwischen. Meinen Sie? Sie sind der Mörder. Und ich habe Sie verhaftet. So, und Ihre Frau? Sie weiß, dass Sie Ihren Liebhaber umgebracht haben. Glauben Sie, sie wird den Mund halten? Was meine Frau tut, geht Sie nichts an. Lassen Sie die gefälligst aus dem Spiel. Jardine wurde ermordet, das steht fest. Die Leiche fand man in Ihrer Wohnung. Das genügt. Nein, das genügt nicht. Sie glauben, sehr schlau zu sein, aber Sie haben das Spiel noch nicht gewonnen. Denn bei jedem Mord sucht die Polizei nach dem Motiv. Und das findet sie bei Ihnen. Das erste vernünftige Wort, das ich von Ihnen höre. Ich kann nicht leugnen, vor Gericht würden unsere jeweiligen Motive Aufsehen erregen. Unter Umständen würde dieser Prozess sogar bis zur höchsten Instanz gehen. Aber leider werden Sie, Mr. Gold, keine Möglichkeit mehr haben, das Urteil zu hören. Los, einen Schritt zurück. Sag mal, wenn du Millionär wärst, würdest du auf den Gedanken kommen, dir so eine Gipsfigur zu kaufen wie die da? Sowas ist Kunst. Du hast ja keine Ahnung. Danke, Inspektor. Auf Wiedersehen, Riefs. Auf Wiedersehen, Gold. Sie kommen also gleich morgen früh in mein Büro. Ja. Vielleicht kommt er etwas später. Wir haben morgen früh eine Verabredung. Im Rathaus. Er hat zwar noch keine Ahnung von seinem Glück, aber ich habe ihm gleich gesagt, was ich gewinne, behalte ich. Was soll ich schon machen, Reeves? Also dann komme ich morgen Nachmittag zu Ihnen. Na schön, das geht natürlich vor. Und herzlichen Glückwunsch. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht.